Wenn Sie Christ sind, im protestantischen Kirchenspektrum haben Sie sicher schon mal Lieder von ihm gesungen. Oder vielleicht waren Sie auf einem seiner 3000 Konzerte. Manfred Siebald ist habilitierter Sprachwissenschaftler und Liederdichter und Komponist und heute mein Gast bei Auserlesen. Hallo. Hallo. Du hast mit 8 Jahren angefangen, Instrumentalunterricht zu nehmen, also Geige, glaube ich, Bratsche. Geige, später dann Bratsche dazu. Klavier und Gesangsunterricht, aber das kam dann etwas später. Aber angefangen hat es mit der Geige. Und das hast du immer gern geübt? Nein. Nein? Habe ich nicht. Also du wurdest auch getriezt und gezwungen? Getriezt in dem Sinne eigentlich nicht, aber ich hatte einfach eine solche Hochachtung von meinen Eltern, dass sie mit ihrem schmalen Gehalt mir das gönnten, dass ich immer gedacht habe, also um ihretwillen wirst du jetzt doch mal weiter üben, obwohl draußen der Fußball lockte und die Jungs in den Schrebergärten mit mir spielen wollten. Ich habe es dann immer wieder geschafft, ja. Also du strickst nicht diese Legende des Genies, die das schon von den ersten Lebensjahren an nur zur Musik... Ich dekonstruiere sie hiermit. Es geht überhaupt nicht, in meinem Leben daran zu denken, dass ich das irgendwie beruflich, profimäßig bis heute gemacht hätte. Ich habe dann was Anständiges gelernt und habe aber immer trotzdem aus dieser Quelle der frühen musikalischen Erziehung gezehrt. Du hast ein Buch geschrieben über Matthias Claudius, auch einen ganz berühmten Liederdichter. Der Mond ist aufgegangen, ist ja von ihm. Wobei ich spannend fand, eigentlich ist ja sein Hauptthema dann gar nicht unbedingt der Mond, zumindest in deinem Buch. Die Texte, die du da zitierst, da kommt dauernd die Sonne vor. Genau. War das für dich auch eine Überraschung? War es wirklich. Ich habe angefangen, mich mit ihm zu beschäftigen, noch während meines Studiums als Germanistikstudent. Und habe dann hinterher, als jetzt diese Jubiläen kamen, also sein 275. Geburtstag und dann sein 200. Todestag, habe ich die Einladung bekommen, ein Buch über ihn zu schreiben. Und man wollte mir eine Biografie entlocken. Und da habe ich gesagt, dazu brauche ich sehr lange Zeit, aber Zeit habe ich nicht. Also schreibe ich ihm einfach Briefe, in denen ich ihm versuche nachzuweisen, wie aktuell er eigentlich ist. Und habe angefangen, seine Lieder seine Gedichte zu Jahreszeiten und zu Tageszeiten unter die Lupe zu nehmen. Und da kam dauernd die Sonne vor. Ja, und was ich verrückt finde, ist, es funktioniert mit den Briefen. Man vergisst irgendwann, dass er das gar nicht lesen kann. Man hat das Gefühl, es ist ein persönliches Gespräch zwischen euch. Also fand ich eine interessante Art, das Buch zu machen. Einmal sagst du da auch, er wurde so als Salomo seiner Zeit bezeichnet. Ja. Könnte man doch über dich eigentlich fast auch sagen, so mit Liedern wie Geh unter der Gnade oder Ins Wasser fällt ein Stein, Gut, dass wir einander haben, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Das sind ja Lieder, die haben Generationen geprägt sozusagen. Das muss für dich besonders sein, wenn du Konzerte gibst und dann schmettern alle das mit, oder? Total. Also da kriege ich öfters auch mal Gänsehaut, wenn ich sehe, wie ganz kleine Kinder in der ersten Reihe plötzlich den Text kennen von Gut, dass wir einander haben oder ältere Damen in der dritten Reihe einfach von vorne bis hinten alles mitsingen. Das ist für mich ein Riesenerlebnis und ich bin total dankbar dafür. Das war nicht geplant. Ich habe die Lieder einfach eins nach dem anderen geschrieben. Alles hatte irgendwo einen Anlass und eine ganz bestimmte Einladung in ein Leben hineinzuhorchen und zu gucken. Gibt es da ein Muster bei dir? Also wenn man jetzt Matthias Claudius nimmt, eben der so viel über die Natur staunt, ob es nun Mond, Sonne oder Bäume oder sowas sind, gibt es ja wiederkehrende Themen. Würdest du für dich selber sagen, du hast was, was dich immer wieder so dein Herz anspringen lässt? Eigentlich müssten das andere Leute entscheiden, weil ich immer zu nah dran bin. Es ist sehr oft so gewesen, dass ich durch irgendeinen Zeitungsartikel, durch irgendeinen Film, den ich gesehen habe, ein Lied, das ich im Radio gehört habe, herausgefordert worden bin, dazu jetzt irgendwie mich und meinen Glauben zu befragen. Was hast du eigentlich dazu zu sagen? Und das sind deswegen so viele unterschiedliche Anlässe, dass ich kaum sagen kann, da gibt es ein Muster oder ich gehe sogar nach einem bestimmten Raster vor. Aber es ist doch schon mal interessant, also du befragst nicht nur deine Emotionen, sondern wirst von was Äußerem angeregt, was gerade los ist in der Welt und dann sagst du, dazu muss ich ein Lied schreiben oder eine Position. Emotionen oder Hirn, was auch immer. Es ist ja praktisch die Emotion auf der einen Seite, der Intellekt auf der anderen und das, was ich als Herz bezeichnen würde oder als Seele. Ja. Und sehr oft kommt es auch aus der Seele heraus. Mein Leben hat an irgendeiner Stelle
eine Schieflage oder läuft durch ein tiefes Tal. Und ich möchte das irgendwie ausdrücken. Und das ist dann schon etwas, was von innen kommt. Aber an sehr vielen Punkten kam die Motivation einfach von außen. Und ein Bibelvers zum Beispiel, eine Predigt, die ich gesehen habe. Ja. Du schreibst hier in Und wir in seinen Händen ein Jahr und ein Tag mit Matthias Claudius auch, dass du unter der Medienwelt ein bisschen leidest oder unter der Eitelkeit der Medienwelt und der Hohlheit vieler Liedtexte, habe ich mir da so rausgeschrieben aus dem Buch. Bezieht sich auf eins seiner Gedichte, wo er den Poeten sagt, sie sollen sich nicht wie Gecken aufführen. Aber geht dir das so, wenn du das Radio anschaltest, fährst im Auto irgendwo zu einem Konzert und hörst Radio, ärgerst du dich über die Lieder oder über manche Lieder? Wie geht dir das? Über manche Lieder, ja. Mhm. Also ich bin auch, glaube ich, weitherzig genug, um mich an gut gemachten Fremdtexten so richtig von Herzen zu freuen. Wenn ich aber merke, dass da wirklich nichts dahinter steckt und dass man das irgendwie einem Sänger übergestülpt hat, nur weil das Thema gerade dran ist, dann werde ich doch etwas verzagt und sage, Mensch, hättest du bessere Ratgeber gehabt. Jetzt hat ja gerade Bob Dylan den Literaturnobelpreis gekriegt. Hast du gejubelt oder was war deine Reaktion? Weil ich glaube, er war Vorbild für dich früher, oder? Oder so ein Anreger? Einer der Anreger. Also Peter, Paul, Mary, Gordon Lightfoot, Paul Simon, Art Garfunkel und dann auch Bob Dylan. Ich muss sagen, ich bin etwas gespalten als Amerikanist, als Literaturwissenschaftler, sage ich, der Mann hat es auf alle Fälle verdient, weil er ganze Generationen geprägt hat und ihnen ein Stück Stimme verliehen hat. Als Liederschreiber habe ich an vielen seiner Texte einfach rein handwerklich Dinge auszusetzen. Nur wer bin ich, dass ich das tun sollte? Seine Lieder sind erfolgreich und sie sind, glaube ich, von ihm auch immer ehrlich gemeint. Und deswegen steht es mir überhaupt nicht zu, jetzt beckmesserisch irgendwelche handwerkliche Kritik laut werden. Aber ich finde es legitim zu sagen, ach, das würde ich hier anders machen oder sowas. Das würde ich wirklich anders machen. Ja, darf man ruhig. Ich erinnere mich im Studium, wenn Goethe oder irgendwie so die großen Namen dran waren, fand ich es so befreiend, auch mal zu sagen, na hier, das finde ich nicht so gut gelungen. Hat er nicht oder einen so. Guten Tag gehabt. Genau. Wir haben ein Bild von dir bei einem Konzert. Kannst du dich erinnern, wenn wir uns das Bild anschauen, wo du da gesungen hast? Oh ja, das war in Colombo. Auf Sri Lanka, das war vor 4 Jahren, da war ich eingeladen, ein Konzert zu geben. Und man hat mir diese gigantische Bühne aufgebaut, die so mitten in einem mehr oder weniger Slumviertel stand. Die Methodistenkirche von Colombo hatte mir die Einladung ausgesprochen. Und aber die sprechen doch gar nicht Deutsch. Ich singe da natürlich auf Englisch. Also du übersetzt deine eigenen Lieder ins Englische? Ja. Du hast ein englisches und ein deutsches Programm. Ja, kann man so sagen. Also viele Lieder habe ich auch nur auf Deutsch, einige auch nur auf Englisch. Aber in solchen Augenblicken, da singe ich natürlich auf Englisch. Und teilweise auch ein bisschen auf Tamil oder auf Singalesisch. Aber das sind dann wirklich nur so Snippets, das sind nur so kleine Schnipsel. Aber dafür wirst du geliebt, oder? Also ja, für den Schritt aufs Publikum zu. In dem Augenblick, in dem ich Friede sei mit dir auf Singalesisch singe oder auf Amharisch, wie letztes Jahr in Äthiopien, da merke ich richtig, wie die Herzen mir zufliegen. Das glaube ich sofort. 3000 Konzerte oder fast 3000 Konzerte hast du bisher gegeben. Da musst du das ja gern machen, oder? Also wenn man das so oft macht, dann macht es einem Spaß. Spaß ist ein verfängliches Wort. Ich würde sagen, es macht mir Freude. Mhm. Der Spaß hört zum Beispiel auf, wenn ich irgendwo auf dem Weg zum Konzert 4 Stunden im Stau stehe und dann auf die letzte Sekunde ankomme und noch schnell meine Verstärker zusammenstöpsele. Dann ist das mit dem Spaß etwas weniger, aber Freude, eine ganz tiefe Freude daran, dass ich wirklich ins Gespräch kommen kann mit Menschen, die interessiert sind an dem, was ich da singe und denen ich vielleicht sogar Lust auf Glauben machen kann oder die ich neugierig machen kann auf ein Leben mit Gott, das macht eine Riesenfreude. Du hast ja Germanistik und Anglistik studiert. Mhm. Nach dem zweiten Staatsexamen, also eigentlich wärst du Lehrer praktisch geworden, hast du dann mit der Promotion weitergemacht. Eigentlich hätte ich dich als Professor Dr. Manfred Siebald vorstellen müssen. Das wäre der korrekte Titel. Ich bin froh, dass du es nicht gemacht hast. Aber du hast damals, während diese Uni-Karriere losging, auch eine Fernsehsendung gehabt, Meditationen mit Kamera und Popgitarre im NDR. Was war das? Das war die erste Fernsehsendung überhaupt. Und da hat ein
sehr lieber Journalist aus Hamburg, wir haben uns hinterher wirklich prima verstanden, der hat mich ein Jahr lang mit einem Kamerateam verfolgt, ist zu allen möglichen Konzerten hingefahren, hat mich zu Hause auf dem Sofa, die sogenannte Home Story, interviewt und hat das Ganze dann hinterher mit dem etwas ungefügen Titel Meditationen mit Kamera und Popgitarre versehen. Aber im NDR, also ist doch ein guter Start, oder? Ein sehr guter Start, ja. Wow. Und dann in den 70ern habe ich auch ein Foto von dir, dass man sich so ein bisschen in die Zeit zurückversetzen kann. Ja, die Matte war ein bisschen länger. Ja. Du hast praktisch als junger Mann schon 4 Alben, also Langspielplatten sozusagen, veröffentlicht, während noch das Studium lief oder so diese Uni-Karriere. Hast du nicht manchmal gedacht, ich schmeiß das Studium hin und werde Popstar? War die Versuchung da? Die Versuchung war ab und zu mal da, wenn ich vor allen Dingen auch von Menschen konkrete Einladungen, zum Beispiel auf die Stelle eines Musikreferenten in irgendeiner Landeskirche ausgesprochen bekam. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich damals anscheinend, als die Begabungen verteilt wurden, 2-mal hier gerufen hatte. Auf der einen Seite die Sprachbegabung und die Liebe zur Literatur, auf der anderen Seite eben das Musikalische und die Möglichkeit, sich selbst auszudrücken. Das waren 2 Dinge, die eigentlich immer gleichzeitig und gleich stark da waren. Und deswegen habe ich niemals so richtig gesagt, jetzt schmeiße ich den Bettel hin und werde nur Musiker. Ich bin auch bis heute sehr froh, dass ich beides die ganze Zeit gemacht habe. Denn ich war dadurch finanziell unabhängig, dass ich einen ganz normalen Beruf hatte und konnte alle meine Konzerte als Benefizkonzerte gestalten und habe von daher auch immer wieder ein Stückchen ein Zeichen setzen können, hey, der redet nicht nur davon, der tut auch was dafür. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich dann auch gemerkt, dass ich in der Universität, in der ich gearbeitet habe, eine Menge Möglichkeit hatte, durch Gespräche mit Studenten und auch mit Kollegen meinen Glauben unaufdringlich, aber deutlich zur Sprache zu bringen und als Christ in der Uni präsent zu sein. Und diese Dinge, die haben alle dazu geführt, dass ich eben dieses Doppelleben geführt habe. Auf der einen Seite Literaturwissenschaft, auf der anderen Seite Musiker. Also, dass du die Literatur genauso liebst wie die Musik, sieht man, wenn man in dein Arbeitszimmer guckt. Da haben wir auch ein Bild, da ist ja wirklich kein Platz mehr frei, wo noch ein Buch hin könnte. Da gibt es übrigens 2 Reihen, die sieht man von dahinter hier aus. Noch mehr dahinter Bücher. Noch mehr, ja. Du liest auch gern, aber ich glaube nachts. Stimmt das, dass du nicht so der Morgenmensch bist, sondern eher lange wach? Abends, genau. Ja. Abends, also nachts war eine Übertreibung. So, dass ich um 3 Uhr aufstehe und was lese, das nicht. Aber bis in die späten Tagesstunden und frühen Morgenstunden schon. Ja. Und wann fing dann deine früheste Vorlesung an oder dein frühestes Seminar? Hast du versucht, das auf um 10 zu drücken, dass nicht um 8 startete? Oder? Das hat man versucht teilweise, aber manchmal war es eben auch so, dass man um 7 Uhr anfangen musste. Okay. Ja, das lag an Raumnot und dann wurde man gebeten, doch auch die Tagesrandstunden auszufüllen. Und das kam überhaupt nicht gut bei mir. Du hast ja nicht nur in Mainz an der Universität unterrichtet, sondern bist auch zu Gastprofessuren nach Kanada, in die USA eingeladen worden. Wenn man jetzt dein Unileben als Professor betrachtet, mach mal ein Beispiel für ein Seminar, was du gegeben hast oder gibst, also dass ich mir so ein Thema vorstellen kann, ein Beispielthema einfach. Ich habe versucht, niemals dasselbe Thema 2-mal zu machen. Alle 3-4 Semester wird es wiederholt. Mag Kollegen geben und manchmal ist es auch so, dass bestimmte Dinge natürlich auf dem Lehrplan stehen und man muss mehrere Male so etwas machen. Aber wenn es darum ging, freigestaltete Seminare zu machen, da habe ich sowas gemacht wie The Art of Dying in America, die Kunst des Sterbens in Amerika. Ich habe Romane, Gedichte, Dramen über das Sterben genommen und habe festgestellt, dann mit den Studierenden zusammen, wie Amerikaner dieses Thema nicht ausblenden, sondern thematisieren. Wir haben uns über Begräbniskultur unterhalten oder mal ein Thema wie Humor in American Literature. Und da haben wir das ganze Semester nur gelacht. Ich habe dann das ist mein Forschungsschwerpunkt gewesen, viele Lehrveranstaltungen auch über die Bibel in der amerikanischen Literatur oder die amerikanische Literatur und die Kirchengeschichte gehalten. Aber immer wieder, wie gesagt, in anderen Kontexten.
das fand ich jetzt toll in deinem Buch, Nehmt einander an, dass du mal kurz vom Uni-Alltag geschrieben hast. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber ich gebe dir mal diese Stelle und dann muss ich was dazu fragen. Ja? Bin gespannt. Der Hochschullehrer muss forschen, das gehört zum Beruf. Aber dann kommt der Wettbewerb ins Spiel. Wer forscht am besten? Hat die meisten Bücher und Artikel veröffentlicht, die meisten Vorträge gehalten? Wenn man nicht aufpasst, bestimmt dieses Rangordnungsdenken über weite Strecken den Umgang miteinander. Man wird nicht nur zur Angeberei verführt. Na, Herr Kollege, Sie haben doch sicher mitbekommen, dass mein letztes Buch inzwischen in die dritte Auflage gegangen ist. Sondern auch zur Hochstapelei. Mein nächstes Werk ist schon fast fertig, wenn man gerade mal die Einleitung formuliert hat. Und es dürfen nur die neuesten Theorien, die aktuellsten Fachausdrücke, ich nenne sie immer akademische Lockenwickler, und die am heißesten diskutierten Autoren vorkommen. Wenn der Betrieb so läuft, war das dann nicht ein Problem für dich, dass dann Studenten vielleicht in deine Konzerte kamen oder sowas? Diese zwei Welten, dieses Doppelleben, was du gesagt hast, konnte das nicht dein Auftreten als Professor so, weiß nicht, ankratzen, wenn sie sagen, und dann abends macht er hier ein Konzert und singt? Ich glaube nicht. Also ich habe jedenfalls diese Rückmeldung nie bekommen. Wenn irgendjemand ins Konzert kam, dann war er meistens erstmal verblüfft, dass der Mensch, der ihm jetzt gerade etwas über den amerikanischen Roman zur Zeit der Romantik erzählt hatte, dass der solche Lieder singt. Ich habe auf der anderen Seite manchmal auch die Gitarre genommen und habe jetzt gerade in der letzten Woche eine Mail von einer Studentin bekommen. Sie würde sich noch genau erinnern, wie ich mit der Gitarre in der Hand in der Vorlesung Einführung in die Literaturwissenschaft Ihnen den Versfuß erklärt habe und den Rhythmus und das Zusammenwirken von Musik und Text habe ich wirklich gemacht in einer letzten Vorlesung im Semester. Da muss man immer auch, glaube ich, ein bisschen lockerer sein. Da habe ich einfach die Gitarre ausgepackt, habe mich hingesetzt und habe ein Gedicht von Robert Frost in verschiedenste musikalische Idiome übersetzt. Habe es als amerikanische Nationalhymne gesungen, habe es als amerikanisches Volkslied gesungen und jedes Mal klang dieses Gedicht ganz anders. Ich habe mir das ab und zu erlaubt, um diese beiden Hälften meines Lebens miteinander kommunizieren zu lassen. Ich glaube, deine Studenten waren zu beneiden oder sind zu beneiden, wenn du weiter Seminare oder Vorlesungen gibst. Ich würde dich gerne mal singen hören. Ich würde vorschlagen, wir nehmen das neueste Album Höchste Zeit und Manfred Siebald singt daraus den Titelsong Höchste Zeit für uns. Wenn wir am Ende so arm sind, dass wir nichts besitzen als Geld, wenn wir so blind sind, dass wir alles sehen und sehen nicht die Hand, die uns hält, wenn wir so dumm sind zu meinen, wir seien schon weise genug, wenn wir zu taub sind, die Wahrheit zu hören und glauben dafür den Betrug, dann ist es Zeit, dann ist es höchste Zeit, dann ist es Zeit, uns auf der Stelle umzudrehen. Dann ist es Zeit, dann ist es höchste Zeit, dann ist es Zeit, den Weg zurück nach vorn zu gehen. Wenn wir nach anderen schlagen, damit sie nicht sehen, wir sind schwach, wenn unsere Worte sich blähen und dabei sind unsere Gedanken doch flach, und wenn wir Böses nur meiden, aus Angst, dass uns jemand bestraft, und wenn wir Gutes nur tun, weil es uns vielleicht einen Vorteil verschafft, dann ist es Zeit, dann ist es höchste Zeit, dann ist es Zeit, uns auf der Stelle umzudrehen. Dann ist es Zeit, dann ist es höchste Zeit, dann ist es Zeit, den Weg zurück nach vorn zu gehen. Wenn unser Glaube so eng ist, dass Gott darin hart scheint und klein, und wenn wir meinen, dass er es nicht schafft, auch anderen Vater zu sein, und wenn wir denken, wir hätten den Himmel uns selber verdient, wenn wir nicht sehen, dass wir alle bei Gott geladene Gäste doch sind, dann ist es Zeit, der Höchste schenkt uns Zeit. Gott schenkt uns Zeit, uns auf der Stelle umzudrehen. Gott schenkt uns Zeit, der Höchste schenkt uns Zeit.
zurück zu ihm und dann mit ihm nach vorn zu gehen. Höchste Zeit von Manfred Siebalds aktuellem Album, was ebenfalls Höchste Zeit heißt. Mhm. Du hast gerade gesungen, wenn unser Glaube so eng ist, dass Gott darin hart scheint und klein und wenn wir meinen, dass er es nicht schafft, auch anderen Vater zu sein. Also dieses exklusive Glauben, dazu schreibst du auch in deinem Buch, Nehmt einander an, das ist ja quasi das Grundthema hier. Das fand ich eine interessante Stelle. Wenn man sich die Geschichte der Christenheit anschaut, sieht man immer wieder denselben Mechanismus am Werk. Eine Kirche taxiert die andere, eine Gruppierung prüft argwöhnisch die andere, ein Mensch beäugt kritisch den anderen, immer im Blick auf die Schublade, in die das Gegenüber passen könnte. Wie kommt man dagegen an, wenn das so etwas typisch Menschliches für uns zu sein scheint, Schubladen aufzumachen? Ich habe mein ganzes Studium hindurch sehr wach verfolgt, was ein Mensch in England geschrieben hat, ist C.S. Lewis. Und er hat ein Buch geschrieben, das hieß Mere Christianity. Ich liebe dieses Buch. Du liebst es auch, ja. Wunderbar. Und in diesem Buch versucht er ja genau das zu tun, was eben auch im Hintergrund bei mir von einem solchen Lied oder von einer solchen Passage steht. Wenn wir uns genügend auf das Zentrum des Glaubens konzentrieren würden, dann würden viele dieser kleinen Schubladen, in die wir einander stecken, überhaupt nicht mehr relevant sein, sondern wir würden uns bemühen, das, was dieser Jesus Christus damals gesagt und getan hatte, in unserem Leben vorkommen zu lassen und einander dabei helfen, dass das verwirklicht wird, statt einander zu sagen, ich glaube, ein bisschen besser als du. Und das ist für meine Begriffe die beste Methode, gegen dieses Schubladendenken anzukommen, dass wir uns gegenseitig bestärken, ganz nah bei dem zu bleiben, was Jesus Christus gesagt hat. Gute Antwort, finde ich. In deinem Album Höchste Zeit gibt es ein Lied, das ist das letzte Lied, da hatte ich Tränen in den Augen. Also finde ich sehr bewegend, deine letzten Schritte. Mhm. Wie kam es zu diesem Lied? Kannst du es kurz erzählen? Ich kann es kurz erzählen. Ich habe wirklich das Vorrecht gehabt, meine Mutter, eine Christin, die mir den Glauben schon als Kind sehr überzeugend vorgelebt hat, mit meinem Vater zusammen, auf den letzten Schritten begleiten zu dürfen. Ich war dabei, als sie gestorben ist, und habe davor auch, es war zwar eine räumliche Entfernung zwischen uns, immer wieder Gelegenheiten gesucht, mit ihr zusammen zu sein. Und dann auf der Rückreise von einem Konzert, dann saß ich einen Nachmittag lang bei ihr und dann musste sie mal ins Badezimmer gehen und dann habe ich sie an den Händen genommen und wir sind aus dem Wohnzimmer durch den Flur ins Badezimmer und zurück und es sah immer so aus, als würden wir beide tanzen. Mhm. Und dabei fiel mir dann auf, dass sie eigentlich dasselbe mit mir gemacht hatte. Als ich laufen lernte, hat sie mich genauso an die Hände genommen. Und so habe ich versucht, in diesem Lied zu beschreiben, dass sich da ein Kreis für uns beide schließt. Aber dass ich dieser Tanz, den sie jetzt tanzt, diese mühsamen Rechts- und Linksschritte, dass die sich hinbewegen auf ein Ziel, auf das sie das ganze Leben hindurch hingelebt hat. Dass Jesus an der letzten Tür steht, dass der Tod nicht das Letzte ist, sondern dass Gott sich darauf freut, mit uns die Ewigkeit zu verbringen. Und das habe ich versucht, in diesem Lied möglichst unsentimental, aber trotzdem authentisch zu erzählen. Es tut mir leid, mich hat es sentimental gemacht, auch wenn das nicht dein Ziel war. Aber, kann ich nicht sehen. Aber allein die Vorstellung, dass eine Mutter mit ihrem Kind erst geht, während das Kind ganz klein ist, ja. Und dann nachher wird die Mutter alt und das Kind geht mit der Mutter. Dieses Bild, das ist so intensiv, fand ich. Kam mir wirklich während dieser Zeit, dieser sehr intensiven Zeit, hinterher habe ich das Gleiche nochmal miterlebt, durchgemacht mit meiner Schwiegermutter, die in der Nähe von uns wohnte, die ich genauso an den Händen gefasst habe. Und dann dachte ich, das musst du jetzt irgendwie aufschreiben. Ich habe mich lange gescheut, diesen ganz intimen Augenblick an die Öffentlichkeit zu geben. Aber es haben Leute gehört und haben gesagt, nein, bitte, veröffentliche das. Und deswegen ist es auf die CD gekommen. Vielleicht eine letzte Frage zu Nehmt einander an, weil mich das auch berührt hat. Am Anfang gleich sagst du etwas, unser Zusammenleben in einer Demokratie wird getragen von der Bereitschaft, die Unterschiedlichkeit von Bürgern, Gruppen und Nationen zumindest zu akzeptieren, wenn nicht sogar als Reichtum zu schätzen. Das ist ein mutiger Satz. Ich habe den Eindruck, gesellschaftlich geht es eher in die gegenteilige Richtung. Mhm.
Wie kann man das schaffen, mehr wieder den Reichtum zu sehen in der Unterschiedlichkeit und nicht eine Bedrohung drin zu empfinden? Also ich gehe jetzt einfach mal in mein ganz privates Gemeindeleben in Mainz. Wir haben bei uns inzwischen eine so bunte Gemeinde mit so vielen Flüchtlingen, dass wir wahrscheinlich von unserem ersten Pfarrer, der die Gemeinde gegründet hat, überhaupt nicht mehr wiedererkannt würden. Aber wenn ich am Sonntagmorgen vor dem Altar stehe und Niloufar, eine iranische Christin, reicht mir, die aus dem Iran geflohen ist, reicht mir Leib Christi und spricht mir das zu, dann kriege ich immer Gänsehaut, weil ich plötzlich merke, was ist da für ein Reichtum, der von außen kommt. Wir haben inzwischen Taufen in unserer Gemeinde gehabt von Menschen, die früher einen anderen Glauben hatten, aber dann wirklich jetzt zu Christus gefunden haben. Und ich merke, dass Reden mit denen, das Austauschen mit denen, sich von denen auch ein Stückchen durch ihren unterschiedlichen Lebensstil in Frage stellen lassen, das ist der eigentliche Reichtum. Reichtum ist nicht, wenn ich mich dauernd nur bestätigen lasse von Buddies rechts und links, sondern dass da irgendwo ein vielleicht kleines gedankliches Hindernis für mich aufgebaut wird, das mich zwingt, ein Stückchen weiterzukommen, ein Stückchen zu klettern. Und das empfinde ich die ganze Zeit, jedenfalls in unserer Gemeinde. Und ich glaube, gesamtgesellschaftlich gibt es viele Menschen, die genau dasselbe sagen können, weil sie in Flüchtlingsheimen arbeiten oder in Hilfsorganisationen arbeiten und dabei selbst hinterher die Beschenkten sind und nicht so sehr diejenigen, die denen was Gutes getan haben. Deine Frau ist Ärztin, hat wohl auch, oder ihr habt gemeinsam in vielen Ländern der Erde Leuten geholfen, in Gefängnissen, glaube ich, hat sie oft auch gearbeitet, oder? Sie hat sehr oft mit Humedica, einer christlichen Ärzteorganisation, einen Einsatz gemacht in Ruanda, Liberia, Simbabwe, auf den Philippinen, Madagaskar, El Salvador und hat dort immer in medizinisch unterentwickelten Gebieten, aber in den meisten Fällen eigentlich hat sich hinterher auf Gefängnisse konzentriert, erste medizinische Hilfe geleistet. Und ich war da leider nie dabei, weil ich eben meine zwei Leben zu Hause zu leben hatte, dadurch zum Teil auch das bisschen mitfinanzieren konnte, was sie da machte. Aber sie hat jedenfalls immer, wenn sie nach Hause kam, den Kopf und die Seele voller Geschichten gehabt. Das glaube ich. Und wir haben ungefähr 4 bis 6 Wochen nach einem solchen Einsatz einfach versucht, im Gespräch miteinander das zu verarbeiten. Und das hat natürlich meinen Blick enorm geweitet. Glaube ich sofort. Und deswegen in vielen Liedern kommt das auch vor. Auf der letzten CD hier, Wer dich verachtet, lästert deinen Schöpfer. Ein Lied über den Umgang mit den Geringsten. Da bin ich einfach durch diese Arbeit, diese wunderbare Arbeit meiner Frau, ein ganzes Stück weitergekommen. Nun ist euer Sohn Benjamin, glaube ich, weder Liedermacher noch Literaturwissenschaftler geworden, sondern Arzt. Bist du da enttäuscht? Denkst du so, er hätte doch mich nachahmen sollen? Es war, während er noch auf der Suche nach dem richtigen Beruf war, gab es tatsächlich die 3 Möglichkeiten für ihn. Er wollte entweder Mediziner werden oder Literaturwissenschaftler oder Grafikdesigner. Und dann hat er Praktika gemacht, hat bei mir Vorlesungen gehört und so, hat sich dann für die Mama entschieden. War im ersten Augenblick natürlich für mich nicht so der Wunschtraum in Erfüllung gegangen, aber er ist jetzt nebenberuflich Grafikdesigner. Und also das Künstlerische bricht sich Bahn. Künstlerische bricht sich Bahn. Er spielt wunderbar Klavier und er liest gerne. Also es passt alles irgendwo zusammen. Wunderbar. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Passt alles wunderbar zusammen oder irgendwo zusammen war es gerade. Das finde ich auch die verschiedenen Begabungen von Manfred Siebald. Ich hoffe, Sie können ihn genauso wie ich in den Liedern, in den Büchern entdecken. Und danke herzlich fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.